Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zur ersten Folge hier vom neuen Projekt Match Map Lohner Challenge und das Schöne heute auch mit ausreichend Lohnaufträgen, denn wir haben Seasons Mod rausgenommen, wir haben es ja gemerkt im Stream, Seasons versorgt uns nicht mit genug Aufträgen für unser großes Arbeitspensum, was wir hier leisten wollen und von daher haben wir Seasons rausgenommen und jetzt sieht es gleich besser aus, das gucken wir uns gleich zusammen an. Ich grüße natürlich die anderen Teams, Speedy und Salazar, moin moin. 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 Holger und die Alte. Hallo. Ja, moin moin. Und Matze, Hilfe von Jim, weil Jenny hat Ausfall, irgendwie Gewitter, Unwetter, keine Ahnung, im Süden unterwegs, aber Jim hilft und springt ein. Vielen Dank. Moin moin. Und natürlich, die nicht vergessen, Shelly ist bei mir mit dem Team. Sei gegrüßt. Hallo. Genau, das Ganze könnt ihr natürlich mehreren Folgen sehen. Von Matze, Jim haben wir diesmal dann leider nichts zu sehen, aber wir vertrauen darauf, dass die hier Fair Play und so, kennt ihr. Und Holger habt ihr eine Folge zu sehen und bei Speedy natürlich auch und bei Shelly sonst auch. Und dann sagen wir gleich um 7.05 Uhr dürfen wir die erste Mission annehmen und die nächste erst um 8 oder so. Und dann ist wieder Open End, maximal 2 Missionen pro Team, oder? Jo. Jo. User disconnected from your channel. So machen wir das Ganze. Gut. Ich habe schon mal eine gesichert. 7.05 Uhr. Eine? Ich habe auch eine. So, okay, was haben wir da geklaut? Ja. Düngen auf 38. Holger, haben wir Düngen auf 47? 65. Ja. Ich muss noch hier von Feld auf. Gut. Viele ich kann ja mal so grob gucken, was wir da noch haben. Ganz schön jetzt. Guck. Ausfall da? Also zum Hof, Jim. Okay. Fährst du dorthin, Düngkasten? Ja. Ja. Jünger als der Helle, ne? Wir gehen mal kurz in den Raum. Steht doch dran. Jo. Er nimmt doch aber den Pflege. Dünger steht doch dran, genau. Das sehe ich. Die 38 machst du, ne? Ja. 30, das denn. Kann mich ja mal ein bisschen dazu gesellen. Warum ist der hier? Sorge, sag mal, welcher davon beide. Ich erst davon, Dünger. Der rechte. Also, ihr Fertilizer steht da dran, Dünger. Ja, hier vorne ist Dünger. Okay. Immer auf der 18 müsste man düngen. Willst du oder? Mach du mal schnell, ich fahr den hier zurück zum Hof. Ich weiß nicht, wo der hin wollte. 38? Schon eine nette Reise. Mission ist angenommen. Okay. Brauchen wir noch was Bestimmtes, Alasa? So, sowas zum Abernten? Haben wir da eine bestimmte Vorstellung? Ja, brauchen wir erstmal was zum Abfahren und dann müssen wir irgendwas zum Rausreißen haben. Gut, dann kann ich ja mal die Zeit gleich nutzen, obwohl das ist noch nicht so weit. Ich kann ja mal gucken, anhängertechnisch. Müssen wir nicht unbedingt einen LKW haben, ne? Können wir erstmal. Die Zugmaschine, in der sitzt du ja. Ja, das ist ja nicht das Problem. So unser Auflieger, ne? Oder? Ja, du entscheidest in dem Fall. Ja, würde ich mal sagen. So. Also ich kann noch nicht rüber, die Brücken sind zu. Ja, der muss ja noch. Ja, die gehen, wenn gehen die auf um 9, ne? Ne, oder? Nein, jetzt gehen sie auf um 8. Und da der Zinnober irgendwie 2 Minuten
Realzeit dauert? Dauert es halt 6. Brauchen wir erstmal nur einen von. Große Ernten werden wir ja gar nicht haben. Olli brauchen wir noch. So, passt schon. Guten Tag. Moin. Seid ihr auch noch da? Ja. Jo. Endlich Mission zur Auswahl, ne? Ja, endlich Arbeit. Richtig. Ja. Wollen wir langsam loslegen. Aber man merkt auch jetzt schon, wenn man weiterdenkt, wie wenig Geld man eigentlich hat. Passt alles eigentlich. Ja, aber große Sprünge kannst du da nicht machen. Nö. Nee, da wählt man eigentlich erst das Ziel mit 2,5 Millionen, dann doch schon ordentlich. Ja. Ja, so wie du vorhin schon gesagt hattest, du wolltest ja eigentlich immer so eine kleine Kiste kaufen, wo du gesagt hast, ja nee, ich lass das mal doch lieber. Gute Entscheidung. Und Fahrt. Ja, aber das, was uns vorhin gefehlt hat, haben wir jetzt mehr als genug. Missionen. Aber wir haben es auch schon mal geschafft, bei unserem Spielstand auf der Vierfach, dass da nichts übrig bleibt. Aber mit mal 5 dann wahrscheinlich, ne? Wir haben jetzt ja tatsächlich mal 15. Mal 1, würde ich sagen, oder? Mal 1 spielen wir. Mal 1. Oh, ja. Ich glaube, hier wird es mit mal 15 wird schwierig. Aber wir sind natürlich nur Lohner, von daher mal gucken. Naja, aber du musst ja auch bedenken, dass dann vielleicht auch Missionen verschwinden, ne? Ja. Weil, ne, maximal 2. Irgendwann ist geerntet. Was haben wir hier? Gastarbeiter? Na gut, das ist die Frage. Die mal 15 müssten wir beobachten, wenn wir ohne Seasons spielen, ob wir nicht mal 5 spielen sollten. Oder man sagt dann, ja, man überlegt sich noch eine weitere Zeitzone. Nach dem Motto Nacht. Ich weiß ja nicht, wie es aussieht mit Synchro, also bei mir geht's eigentlich, es ruckelt nicht. Ja, geht's auch aktuell. Ich kann volle Geschwindigkeit fahren. Ja, das ist schon erstaunlich eigentlich. 8 Leute sind wir drauf. Ja, kein Autodreifen, kein Helfer. Bestimmt. Ja, denn keine Produktion. Das auch nicht. Und kein Holz. Und kein Holz. Ja, doch nicht. Gibt ja keine Mission mit Holz, oder? Nee. Ja, wenn ein paar Bäume im Weg sind und ich muss da durch. Aha. So läuft das hier also. Bei mir ein bisschen unglücklich, dass ich erst wieder komplett zurückfahren muss, um aufzufüllen. Naja, für gute Bezahlung. Dann bin ich pauschal eine ganze Folge unterwegs. Na toll, das wird ja richtig spannend da bei dir. Sind diese Bezahlsitos nicht doch für jedermann benutzbar? Ja, dann wird das auch nur denjenigen abgezogen, ne? So meinst du, ich könnte bei euch auf den Hof fahren und da auffüllen und das wird euch abgezogen? Ja, dir, also dir abgezogen natürlich, weil du das ja... Probiert da mal am Osthof, ja. Kann man doch ausprobieren. Carsten ist doch rübergefahren eben bei uns. Ja. Hast du Düngerstreuer voll gemacht? Ja, oder? Ja, Düngerstreuer und dann einmal kurz zum Hof fahren und ich ausprobieren. Ich voll gemacht. Das also 10.000. Ziehen wir das euch wieder ab. Du kaufst schon irgendwo, oder? Kauf auch Dünger. Große Nachfrage im Westhafen. Soll ich dann verkaufen? Ich hab doch gar nichts. Nö, falls man was hat, also für wenn jemand eine Weizenmission hat und was übrig hat, lohnt sich gerade. Weizen? Ja. Nee, Gerste. Würde die Dreschmission gegönnt? Ja, klar. Ah, uiuiui. Vielleicht waren wir noch am Überlegen gewesen. Diese Ballengeschichte ist auch nicht interessant. Aber ich weiß noch nicht. Oder wir waren uns nicht ganz sicher. Erstmal muss man so ein bisschen die Fahrzeuge haben, ne? Beim Ball bin ich der Meinung, brauchst du relativ viel Equipment dazu. Ja. Aber ein großer Drescher und Anhänger kostet genauso viel. Ja, aber der muss laufen rund um die Uhr. Ja, das stimmt. Aber so oder so, ich sag, jetzt wird es ja spannend. Das Kapital ist langsam aufgebraucht.
Wir haben wirklich viele unterschiedliche Missionen jetzt drin. Finden eine Abwechslung rein. Das ist schon richtig, dass wir Seasons rausgenommen haben. Das kann man jetzt in der ersten Folge schon sagen. Aber theoretisch, dass keiner Land besitzt, dass da Seasons so mit den Missionen zurückhält, ist ja auch schlecht. Ja. Ja, das ist ja eigentlich auch nicht das Ziel. Ne? Das Ziel ist ja eigentlich, dass man eigene Felder bewirtschaftet. Ich denke mal, so ist Seasons auch ausgelegt. Ja, aber es müsste doch trotzdem. Ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen noch an der Zeit. Genug Restfelder übrig. Das ist auch mit dem Schnee sehr unglücklich gewesen, oder? Ja. Ja, so in der April, ne? Oder Februar. Ja. Na klar, wenn nachher tatsächlich seasonsmäßig und alle Felder sind nachher erdereif und alle Felder wollen dann irgendwie geerntet werden. Dann kommst du nicht hinterher. Daniel, hast du deine Erde schon eingefahren? Ja, ne? Im Singleplay? Ja, fehlt ja immer noch ein bisschen. Fehlt ja aber ist noch nicht erntereif. Aktuell läuft ja noch die XXL Maishäcksel-Aktion. Ah, okay. Läuft gut. Mit Autodrive und Cosplay? Ja, läuft mega. Das ist das Sagenhafte, dass das schon so lange super läuft. Das ja, das verrückt. Minimale Störung. Also dafür, dass das du ja ausprobiert hast, ne, wird in der WhatsApp-Gruppe da, ne, der Sebastian, der hat sich das richtig kopiert. Und dann habe ich gesagt, irgendwo habe ich das Modell auch schon mal gesehen. Wie hast du das geklaut? Aber das ist auch gut, dass das funktioniert. Ja, und das immer nur durch irgendwelche Tipps. Ohne sich selbst groß stundenlang Tutorials anzugucken. Aber dafür musste man ja schon viel Gemecker über sich ergehen lassen, dass es nicht richtig funktioniert, wenn es nicht richtig funktioniert. Das ist ja immer so. Passiert halt, ne? Mein Gott. Ich sag ja immer Learning by Doing und bin ja nicht. Ja, aber wenn du mit mehreren Fahrzeugen unterwegs bist, da verklickst du dich bei einem Fahrzeug so schnell, was dann der Quere schlägt. Ja. Das ist. Wegen, ne? Das ist auch so ein bisschen Never Change a Running System. Also jetzt gar nicht, ich habe zwar immer noch wieder Kommentare gehört, du musst bei dem Traktor das einstellen und du musst das einstellen, du musst das einstellen, habe ich gelesen. Aber eigentlich lasse ich das lieber so, wie es gerade läuft. Es läuft zufriedenstellend. Und dann bloß nicht irgendwie eine Schraube falsch rumdrehen, so ungefähr. Und schon. Du fährst selber Kasten, ja? Ich fahre selber, klar. Gut, dann stelle ich Helfer ein. Achso, schon ein Helfer darf man ja, ne? Weil hier Jim mithilft. Ja. Was? So. Denn jeder darf einen Helfer, ne? Oder? Ja, ja, denke ich. Ja, wir hatten vorhin noch gesagt keinen, aber da waren wir noch davon ausgegangen, dass Matze alleine ist, aber dann genau. Ist Jim ja beigesprungen. Oh, Holger hat ja auch diese ganzen Autodrive-Kurse eingefahren, ne? Mhm. Ja, Grundstrecke. Hast du die ganze Zeit Nachtschicht eingelegt, oder wie? Nö, wieso? Brauchst du bloß einmal überall lang fahren? Brauchst du nur einfach überall lang fahren? Das staut schon ein bisschen. Mit die volle Breite, ne? Ich glaube, der Spielstand hatte dann so 10, 11 Stunden hat er schon gehabt, das ist richtig. Boah. Das ist auch ganz schön viel. Wenn man hier wieder was zu tun hat, macht auch gleich viel mehr Spaß. Was stehst du denn da? Was ist die nächste Mission? Ja, ich hab da was im Blick, aber fällt mir noch nicht so ganz. Aha. Alles ein bisschen dürr. Oh, schön, ich hab da was im Blick. Ja, so ein bisschen Blick. Kartoffeln oder Zuckerrüben? Warte Gott. Also ein Roder ist natürlich schon ein Risiko, ne? Wenn nicht die Felder davon kommen. Ja. Die Felder werden können, aber das Ding kostet ja erstmal. Ja. Halbe Million, aber so ein Drescher ja auch. Was hat denn Holger für einen Drescher? Wo ist Holger denn eigentlich am Arbeiten? Wir haben einen gelben Drescher. Gelben Drescher? Gibt's ja nur einen. Wo denn, ne? Da unten auf 62, ja stimmt. 62, das habe ich auch gesehen, das Feld. Ja, da bleibt bestimmt ganz gut was übrig. Schon alles verkehrte Autos hier. Ne, das ist mir zu riskant. So, da steckt aber auch langsam ein bisschen Kit drin.
Meine, bei Zuckerrüben oder Kartoffeln bleibt natürlich richtig was übrig, ne? Ja. Aber da musst du bestimmt auch 10 Missionen mindestens gemacht haben, bevor du überhaupt mal die Anschaffungskosten wieder raus hast. Aber das musst du bei fast allen Missionen, ne? Außer beim Düngen. Ja, trotzdem, Düngen brauchst du ja relativ viel Dünger. Der ist ja auch nicht vom sonst. Nee, das vergisst man immer so schnell. Kannst du ruhig machen. Alles klar. Bring raus. Ich bin schon lange draußen. Okay, wo fährst du da? Nette Reise. Kannst du mal nach einer guten Mission mal aus. Ja, bis du dich entschieden hast. Ja. Schwer. Aber entweder ran oder gar nicht. Da hast du recht. Das ist gar nicht so einfach, wenn man mit der Kohle hier so ein bisschen wirtschaften muss. Ich hab mal wirtschaften, klar. Aber das hast du auch nicht. Kriegt man auch nicht zusammen. Nee, ich bin auch gerade so ein bisschen am Durchrechnen, durchkalkulieren. Das konnte ich im Stream machen, hatte ich noch Zeit. Ja, wir haben auch ein Krones Fatro drauf, den ich ausschließen würde. Krone? Das ist hier ein Wender für 15.000 mit 18 Meter Arbeitsbreite. Das steht nicht im Verhältnis. Der arbeitet auch nicht. Preis nicht geändert? Der arbeitet auch nicht sauber, finde ich. Das weiß ich nicht. Aber 15 ist zu wenig, das geht nicht. Aber ich habe gleich fertig die Mission. Ja. Das für uns nicht gelohnt, hallo? Wenn wir dann gucken. Ich hab einen Helfer laufen, damit ich ein bisschen gucken kann, was so, wo die Reise hingehen kann für uns. Also ihr gibt schon Geld für den Helfer aus, ne? Ja. Ja, wir werden ja nicht gleich 8 Stunden fahren. Und baden. Ist ja nicht so, als sie so von wegen, ich muss trotzdem arbeiten. Das macht ja auch nichts. Okay. Also ich bin der Meinung, wir den RSM 161 können wir uns schon leisten. Wo warst du jetzt? Du hast am Abschluss so leise gesagt. Nur ein bisschen gucken. Das, was von den nur noch eine übrig ist. Okay. So. Das mit 202 meinst du? Vom Preis? War das jetzt 202? Oder habe ich da einen falschen verstanden? Kann natürlich auch sein. Da sind das so viele Missionen da und das ist eine einzelne noch drin. Und dafür den RSM 161. Aber schon ein bisschen spannend, wo die Reise hingeht, wer welche Missionen annimmt, wer sich welche Fahrzeuge nimmt. Bist du fertig mit dem? Rauch mit dem Helfer. Holger, brauchst du einen Abfahrer? Steht schon auf dem Feld, ja, kannst du ruhig machen, weil momentan. Ja, bist du schon zurück mit Düngerstreuer? Nee. Ich bin gerade auf dem Weg zurück über die große Brücke. 11:30 Uhr, also ein bisschen, ist noch ein bisschen Zeit hier. Ja, es gibt ja auch mehrere Zeiten, die man einhalten muss. Holger hat sich auf jeden Fall in die Getreidebranche eingekauft. Das ist ja mit dem Drescher, dem Schneidwerk. Das ist ein Anhänger. Beim Düngen? Eine halbe Million weg, ne? Was Speedy macht, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, was der da macht. Du hast nicht genug Geld. Hm. Oh, das hört sich an, als wäre Speedy pleite. Ich muss von vorne anfangen. Kreditlimit schon ausgereizt? Nee, da bin ich noch nicht, aber
Er muss nur warten, bis ich das Transportding gemacht habe. Nee, das ist ein bisschen mehr, was er fehlt. Das schaffst du nicht. Dahin, genau. Peter Zwegert. Ja, aber wahrscheinlich. Macht, ist auch gut, dass Peter Zwegert jetzt Werbung für Ratenzahlung macht, ne? Auch nicht. Auch so ein bisschen wiki. Ja, wenn man es haben muss, dann ist das halt so, ne? Ja, aber passt zu ihm nicht so wirklich, oder? Der Schuldnerberater, der irgendwie für Produkte, die du dir auf Raten kaufen sollst, wirbt. Irgendwie so ein Widerspruch. Ja. Ja. Weil das ist ja gar irgendwie das Problem. Irgendwie muss er ja sein Geld verdienen. Wieso Widerspruch? Der denkt an seine Zukunft. Der kriegt neue Kundschaft. Er braucht eine neue Kundschaft. So muss man das sehen, ihr habt recht. Er organisiert sich so die Zukunft für die Kunden von morgen. So in etwa, ja. Die sich schön alles auf Raten kaufen und irgendwann merken, oh. Ja, dann war, dann. War eine Rate zu viel für morgen. Mindestens nachher. Passiert halt mal, ne? Das zum Glück noch nicht, aber... Obwohl es auch für viele ganz, ganz toll ist, dass es sowas gibt. Ja. Also viele, die dann sagen, also ist meine Waschmaschine ist kaputt oder keine Ahnung was, also die sind von heute auf morgen ganz schnell neu brauchen und einfach das Geld nicht einfach so rumliegen haben. Ja, Geld rumliegen hat ja, denke ich mal, wird kaum einer haben, aber zumindest, wenn das wirklich war, ne, wenn ich sage, ich muss jetzt eine Reise machen, dann werde ich mir damit sicherlich nicht irgendwelche Kram da organisieren, ja, um das Geld ranzukommen. Mein Fall. Nee, bei Urlaub oder so, Tage. Das ist schon schwierig. Ja, ich finde auch einen neuen Fernseher oder jetzt den Wäschetrockner, den wir jetzt heute bestellt haben, ich finde sowas muss eigentlich, da muss man halt 3 Monate sparen oder so, ne? Aber ja, es ist, kommt drauf an. Ich meine, wenn du natürlich, wie es ja zum Teil gemacht wird, dass du bei der Ratenzahlung keine Zinsen zahlst. Das stimmt, das machst du nicht, aber du, ne, das ist, wie gesagt, man muss trotzdem aufpassen. Das ist doch klar. Aber wenn du es vorher sparen willst, musst du es doch auch hinkriegen. Also musst du doch wissen, was du machen kannst. Ja. Ja, aber außerdem ist jetzt doch sowieso schon wieder alle drin gerechnet. Der Zins in den eigentlichen Preis. Ja, obwohl zum Beispiel. Zins ist ja nicht mehr so hoch. Für das, was jetzt der Herr Zwieger da Werbung macht, zum Beispiel. Ja, aber du kriegst es ja nicht günstiger, wenn du es nicht machen würdest. Du zahlst das Gleiche. Nicht immer. Kommt drauf an, glaube ich. Kann auch sein, dass es teilweise teurer ist, weil sie ja wohl nicht das Geld wahrscheinlich sofort haben wollen, weil dann müssen sie das Geld ja auch sofort mitarbeiten und für Geld, was man heute hat, musst du ja teilweise Strafzinsen zahlen. Lohnt also gar nicht, Geld zu haben. Lieber Geld schnell ausgeben oder an was auch immer, wie am liebsten beim Kunden. Deswegen sind die Zinsen ja auch so günstig für Baufinanzierung oder keine Ahnung. Ich glaube, das war das Schlusswort für diese Folge, oder? Nee. Ganz schnell das Geld ausgeben. Wir müssen hier Geld verdienen. Läuft jetzt hier endlich. Meinst du? Das machen wir schon. Oder haben wir ja nichts mehr zu tun gleich, ne? Doch, Holger zu gucken, wie er doch arbeitet. Das habe ich halt eben schon. Ach, so viel? Oh, da hast du ja gar nichts zu tun, Dani, wenn du da schon zugucken musst. Backen. Wir machen hier Teamwork, wir arbeiten schön zusammen auf einem Feld. Ist auch das richtige Feld, oder? Ja. Wirst du spätestens merken, wenn da irgendwann der Text kommt, dieses Feld darfst du nicht bearbeiten. Ja. Und dieses Feld gehört ja nicht. Übrig, ne? Wenn du mal reinkommst. Sieht echt blau aus. Aber fahren wir Morgan, das muss rein, muss blink, ne? Ja. Nach Westen? Ja. Blink, blink, blink. Grün blink. Achso, habt ihr. Da passieren, dass die Alte mal irgendwo anders ablebt. Noch nicht. Habt ihr jetzt mal ausprobiert, was passiert, wenn man jetzt bei irgendjemand anders Dünger abholt? Nee. Oh Mann, ich dachte, ich arbeite hier mit Profis. Verzeiht, ich habe vollen Düngerstreuer, so gut wie. Auch nicht mehr. Carsten war doch aus drüben vorhin. Er hat ja genug mitgenommen. Voll machen, aber er hätte ein paar Krümel abladen, mal klauen können. So. Ja, wir müssen tatsächlich das. Weiß nicht. Nach dem Motto, wickel dich ein, oder was? Wickel dich ein? Dann könnt ihr schon mal ein bisschen üben mit mir wickeln, ne? Das kann man noch, keine Sorge. Ja, das ist kein Problem. Das klappt noch.
Aber es wird wieder eine Umgewöhnung. Das ist mal. Das Frage beim Baumarkt Bauhaus. Was will er denn haben? Retterpaletten. Oder? Irgendwas, was wir auf jeden Fall nicht haben. Das ist immer komisch, wenn jetzt eine Nachfrage kommt, das ist komplett unrelevant eigentlich. Es sei denn, man erntet tatsächlich was und was hat was über. Was ist Getreide oder so, ja. Aber dann muss das Verhältnis aber dann auch noch stimmen. Also wenn ich jetzt bei mir irgendwo bei der Reifeisen als Beispiel jetzt 1000 kriege und jetzt beim Baumarkt irgendwas hat, da kriege ich nur 800 für, dann würde ich da aber nicht für rüberfahren. Nee, das stimmt. Manchmal ist es auch trotz großer Nachfrage gar nicht mehr als sowieso schon im Höchsten. Ja, aber man kann ja für den Preis mehr abgeben. Also Steine könntest du hinbringen. Steine, okay. Sehr gut. Gut, ja. Da brauchen wir erstmal die Schubkarre und die Schaufel. Klein erstmal nur. Nach dem Motto muss ja, oder wie? Fahr mir das mal mit dem Holz jetzt reinfahren, irgendwie. Das dürfst du. Gut. Wie, wir sind jetzt schon drin im Hänger? Ja, also was meinst du? Vollzeit. Wenn du dann Ecke bist, dann geht die Kette auch, ja. Was ist das denn? Das ist klein, oder? Das ist aber dann wieder beim Wenden. Nicht so wieder. Ach so, ich sehe das ja da oben sogar. Aber wir müssen das ja machen, was sollen wir sonst machen? Nee, das ist mit Wenden. Mit Wenden. Ja, mit Wenden heißt es soll Heu werden. Andere heißt es soll gewickelt werden. Aber ich glaube, das können wir tatsächlich in der nächsten Folge beschlagen, ne? Oder was sagt ihr, liebe Leute? Jo. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, welche nächste Mission wir als nächstes nehmen. Ja, ich fahre auf jeden Fall schon mal Richtung Mitte. 1336, es kommen bestimmt auch bald neue Missionen. Aber ja, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wie gesagt, wir hoffen, dass es euch insgesamt wieder gefallen hat hier. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, Kommentar und so weiter und schaltet bei den anderen rein und auch beim nächsten Mal wieder am Donnerstag um 12 Uhr. Bis dann und tschüss. 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 Mach's gut, ihr Lieben.